Unser nächstes Thema ist allerdings wahrlich kein leichtes, so wie der ganze Krieg in der Ukraine. Es geht nämlich um Uranmunition. Wir versuchen uns hier trotzdem an der Materie und haben Heinrich Bücker vom Antikriegscafé in Berlin-Mitte interviewt. Er ist Mitglied des Berliner Arbeitskreises für Uranmunition und beschäftigt sich seit Jahren mit der Wirkung dieser Waffe und deren Einsatzgebieten auf der ganzen Welt. Hallo Heiner vom Antikriegscafé aus Berlin. Hallo. Heiner, du beschäftigst dich mit dem Thema Uranmunition. Überhaupt erstmal, was ist denn Uranmunition? Hört sich nach einer Atomrakete an. Ja, das ist abgereichertes Uran. Manche Leute bezeichnen das als einen heimlichen Atomkrieg, der dort stattfindet. Es gibt es seit etwa 30 Jahren, es ist im Einsatz und man muss sich das im Grunde genommen so vorstellen, wenn Atomkraftwerkbrennstoffe produziert werden oder Atomwaffen produziert werden, dann reichert man Uran an und dabei entsteht auch abgereichertes Uran. Das ist ungefähr die achtfache Menge und davon gibt es inzwischen, glaube ich, über 1 Million Tonnen weltweit. Und das wird von der Militärindustrie auch angewendet, um es in Munition zu verarbeiten, weil es ein sehr militärisch sehr nützlichen Effekt hat, nämlich Panzerungen zu durchschlagen. Man kann sich das vorstellen, so wie ein heißes Messer durch Butter durchschneidet. Deswegen wurde das vor allen Dingen in NATO-Kriegen und in westlichen Kriegen sehr häufig angewendet. Du sagst ja schon, Uranmunition wird eingewendet, weil es eben diese panzerbrechende Wirkung hat. Und das liegt daran, dass Uran eine sehr hohe Dichte hat. Es gibt ja auch andere Stoffe wie Wolfram, die auch so eine hohe Dichte haben. Wieso setzt man nicht Wolfram ein? Ist es billiger einfach, Uran einzusetzen? Ja, Uran ist einfach kostenlos im Prinzip, wird das zur Verfügung gestellt, weil es eben in großen Mengen vorhanden ist und gelagert wird. Und Wolfram ist sehr teuer, deswegen wird das seit den 90er Jahren angewendet. Vor allen Dingen im ersten Irakkrieg, im zweiten Irakkrieg, in Jugoslawien, im Kosovo-Krieg, in Afghanistan und wahrscheinlich sogar in anderen Kriegsgebieten. Allein im zweiten Irakkrieg wurden innerhalb von einer Woche bei dieser Operation Enduring Freedom zwischen 1.000 und 2.000 Tonnen Uranmunition auf den Irak geschossen, die auch strahlen. Kinder werden verstrahlt. Es hat also eine Langzeitwirkung. Meine Frage dazu, gibt es Hinweise darauf, dass in der Ukraine aktuell Uranmunition eingesetzt wird? Ja, da ist die Faktenlage bislang noch sehr dünn, sehr unklar. Es gibt gewisse Hinweise im Internet, dass angeblich diese Javelin-Raketen, die geliefert wurden, auch mit abgereichertem Uran versehen ist. Aber das wird abgestritten. Da gibt es auch gegenteilige Meldungen. Was tatsächlich angewendet wird und was vielleicht einen ähnlichen Effekt hat, Radioaktivität, das sind diese Milan-Raketensysteme, die von Frankreich geliefert wurden an die ukrainische Armee. Und die sind ja auch zum Einsatz gekommen. Und da ist eben Thorium, radioaktives Thorium enthalten, was auch ähnliche Effekte hat wie die Uranmunition in den Auswirkungen und auch radioaktiven Staub erzeugt, der dann auch diese giftigen Effekte haben wird und kann, die wir bei der Uranmunition sehen. Also das Problem ist ja, dass diese Munition einmal für den Anwender problematisch ist, also für den Soldaten, der kann verstrahlt werden. Da gibt es auch Dokumente darüber, dass das passiert. Dann natürlich, klar gut, die Menschen sterben auf der anderen Seite, die getroffen werden. Aber vor allem auch in der Nachwirkung liegt das dann ja in der Natur rum, wenn die nicht abgebaggert und weggeschafft wird. Und Uran hat eine sehr hohe Dichte, wie wir schon gesagt haben. Das heißt, diese schweren Uranpartikel sickern ganz langsam durchs Erdreich ins Grundwasser, weil die einfach schwerer sind, oder? Das ist so mein Stand der Informationen. Ja, ja, und das wird wahrscheinlich auch bei diesem Thorium der Fall sein, weil eben dieselben Experten oder ähnliche Experten davor warnen, dass das eben diese Auswirkungen hat. Und dann wird es zum Beispiel beim belgischen Militär jetzt auch nicht mehr eingesetzt. Die haben sich davon zurückgezogen. Die Bundeswehr hat es, glaube ich, noch im Programm. Die sagt aber auch, dass man landwirtschaftliche Nutzung der Zielgebiete unterlassen sollte.
Also es hat wahrscheinlich ganz ähnliche Auswirkungen. Wieso ist dieses Thema denn in der Öffentlichkeit so wenig bekannt? Also ich habe bis jetzt noch keinen Bericht in den öffentlich-rechtlichen Medien jetzt im aktuellen Krieg zu dieser Frage gehört. Ja, im aktuellen Krieg ist es wahrscheinlich einfach nicht genehm, darüber zu berichten. Andererseits über Uranmunition selbst, da gab es ja doch immer wieder mal Beiträge in den Medien, auch im Fernsehen. 2013 lief zum Beispiel mal was im ARD, eine Sendung dazu, die ganz hohe Einschaltquoten hatte, wo auch so eine Spendenaktion angebunden war. Also das wird schon immer mal wieder sporadisch erwähnt, aber eben nicht massiv. Das ist das große Problem. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf den WDR-Film von Frieder F. Wegner hinweisen, Deadly Dust, der hat mich damals auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Er selber musste ins Gefängnis, weil er diese Uranmunition mit nach Deutschland gebracht hat, um sie hier untersuchen zu lassen. Ist doch paradox, oder? Ja, das war allerdings der Professor Dr. Günther, der das im Irakkrieg 1991 als erster da diese Geschosse aufgesammelt hat und sich wunderte, woran das lag. Und Frieda Wagner hat dann später über den Professor Günther einen Film gemacht, der sehr bekannt wurde, aber dann eben auch nicht mehr ausgestrahlt wurde. Und ja, das sind diese Leute, die sich da wirklich ganz intensiv mit diesen Themen befasst haben und natürlich auch immer wieder angeschossen werden und bekämpft werden und ausgeschlossen werden aus dem Mainstream. Das ist das große Problem. Wo kann man sich denn weiter informieren, wenn man sich zu diesem Thema informieren will? Ich habe eine Webseite, die auf meinem Café-Portal verlinkt ist. Das ist der Arbeitskreis Uranmunition. Der war eine ganze Zeit lang angeschlossen auch an das Uranium Filmfestival, das ich auch immer unterstützt habe über die Jahre. Und dort wurden eigentlich diese Filme immer wieder gezeigt und auch die Leute wurden eingeladen. Wir haben dort Podiumsdiskussionen gemacht und kleine Ausstellungen arrangiert, die teilweise auch bei mir im Café waren. Naja, da haben wir diese Leute kennengelernt, interviewt und es wurden diese ganzen Filme gezeigt. Nicht nur jetzt zu Uranmunition, sondern auch zu Tschernobyl, Fukushima und verschiedene Sachen, Anwendungen in Hiroshima, Nagasaki und diese ganzen Problemfälle. Naja, dieses Jahr, jetzt gerade konkret, findet das Uranium-Filmfestival wieder hier in Berlin statt. Ich habe mich jetzt da so ein bisschen zurückgezogen, weil auch in diesem ganzen Umfeld der Unterstützung der Ukraine, die wir ja jetzt überall sehen, ich da so ein bisschen mich abwende, weil ich lehne zwar den Krieg ab, auch den Krieg in der Ukraine, aber ich vertrete auch den Standpunkt, dass dieser Krieg tatsächlich von der NATO provoziert wurde und von Deutschland und anderen NATO-Staaten auch und dass dieser Krieg eigentlich schon 2014 begann und nicht erst im Februar dieses Jahres. Das ist deine Position, werden wir auch so bringen. Eine Frage noch, damit das hier nicht eine pro-russische Färbung hat, möchte ich nochmal fragen, gibt es Berichte, setzt die russische Armee auch in ihren Kriegen Uranmunition ein? Sind sie dazu in der Lage? Prinzipiell wären sie dazu in der Lage, ja, weil diese Uranmunition tatsächlich im Arsenal zahlreicher Staaten sich befindet, aber bisher gibt es keinerlei Berichte darüber, dass Russland die irgendwo eingesetzt hat, die Munition. Deswegen, bislang ist eigentlich immer nur der Westen in diesen hochgekommen, diese schreckliche Munition einzusetzen. Die Risiken sind bekannt, die sind auch hier der deutschen Regierung bekannt und es gibt auch kleine Videos, die Soldaten selbst davor warnen, das jetzt nicht anzufassen und zu bedienen. Das wird also schon thematisiert. Und gleichzeitig wird aber nichts dagegen unternommen, diese Waffen nicht mehr einzusetzen, eingesetzt zu haben. Ne? Das werden wir erst nach dem Krieg wissen, ob sie wirklich in der Ukraine eingesetzt wurden, bis auf diese Milan-Thorium-Raketenwerfer. Vielen Dank für das Interview an dich, Heiner aus dem Antikriegscafé in Berlin-Mitte. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und bis bald vielleicht mal. Wer sich weiter über dieses kritische Thema Uranmunition bzw. über radioaktive Waffen generell informieren will, kann das über die Website www.uranmunition.de
uran-munition.de oder, wie gehört, direkt beim Coop Antikriegscafé in Berlin-Mitte www.coopcafeberlin.de. Gerade in Hinblick auf die aktuelle Diskussion über den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken wird dieses Thema auch aktuell bleiben, da Uranmunition, wie im Interview erklärt, aus dem Abfall der Brennstäbe der Kernkraftwerke besteht. Lora München, das freie Radio. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf der UKW-Frequenz 92,4 und fast rund um die Uhr auf DAB+.